guten Abend hier im Journal, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen natürlich ein frohes und gesundes neues Jahr und habe heute zum Jahresanfang diese Themen für Sie mitgebracht. Ladestationen. Region rüstet für E-Mobilität auf dem Land auf. Außerdem Jahresrückblick letzter Teil. Das geschah von September bis Dezember. Und winterlich. Es wird kälter. Drei Großbrände in der Innenstadt. Kurz vor Silvester hat eine Brandserie Friedrichshafen in Atem gehalten. Mehrere Fahrzeuge gehen in Flammen auf und ein Geschäft brennt komplett aus. Mittlerweile ist der mutmaßliche Täter gefasst. Was der Verdächtige zu seiner Tat sagt, das berichtet meine Kollegin Lilia Benner-Mohr. Es ist eine Brandserie, die viele Häfler entsetzt. Erst brennt es in einem Lagerschuppen beim Stadtbahnhof Friedrichshafen, dann gehen sechs Autos im Parkhaus am See in Flammen auf. Zuletzt brennt auch noch ein Geschäft in der Karlstraße. Alles in der Nacht zum Sonntag. Mittlerweile hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Demzufolge hat der mutmaßliche Täter zwei dieser Brandstiftungen eingeräumt, also den Brand in der Tiefgarage und das Geschäft in der Karlstraße. Die gehen auf sein Konto. Ob ein dritter Brand, der bereits um Mitternacht in der Eugenstraße war, tatsächlich damit im Zusammenhang steht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Allein den Schaden an den betroffenen Autos schätzt die Polizei auf über 100.000 Euro. Untersuchungen müssen nun zeigen, wie es um den Raumausstatter Friedrich in der Karlstraße steht. Auch das Parkhaus wird weiter untersucht. Das Stadtwerk am See hatte die Tiefgarage gerade erst für rund 1,8 Millionen Euro saniert. Zu den Motiven kann noch nichts gesagt werden. Lediglich, dass er in seiner Vernehmung diese beiden Brandstiftungen eingeräumt hat. Bei dem 29-jährigen Mann handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen. Also man könnte nur sagen, dass der 29-Jährige alkoholisiert war, aber über den Alkoholisierungsgrad kann jetzt im Moment noch nichts gesagt werden, da die Auswertung noch ansteht. Bis auf Weiteres sitzt der 29-Jährige nun in Untersuchungshaft. Neben der Brandstiftung soll der junge Mann auch noch versucht haben, in das Waffengeschäft in der Schanzstraße einzubrechen. Ja, es sind sicherlich noch einige Dinge von den Ermittlern zu erledigen. Es geht darum, Zeugenbefragungen durchzuführen und zum anderen natürlich die Abklärung der kriminaltechnischen Spuren steht im Vordergrund. Ein Statiker hat das Parkhaus am See noch an Silvester geprüft. Noch etwa 100 Fahrzeuge stehen in der Tiefgarage. Laut Experten dürfen die restlichen Autos herausgefahren werden. Wer sein Auto noch dort stehen hat, kann es nach Absprache mit den Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald ist knapp drei Wochen nach seinem schweren Verkehrsunfall außer Lebensgefahr. Das hat die städtische Pressestelle mitgeteilt. Markus Ewald war am 14. Dezember bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 30 im Landkreis Biberach lebensbedrohlich verletzt worden. Sein Ehemann, der ebenfalls im Auto gesessen hatte, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Im Moment vertritt der Bürgermeister der Stadt, Alexander Geiger, den Oberbürgermeister. Wann Markus Ewald ins Rathaus zurückkehren kann, ist weiterhin unklar. Und nun zu weiteren Kurznachrichten aus der Region. Ein 68-jähriger Autofahrer ist nach einem schweren Verkehrsunfall in der Klinik gestorben. Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 13 Uhr. Der Fahrer des VW Tiguan befuhr die Landstraße 275 von Heudorf her kommend in Richtung Riedlingen. Aus bislang unerklärten Gründen kam er in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er musste aus dem Wrack geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. An Abholzung scheiden sich die Geister. In der Woche vor Weihnachten ließ die Stadt Speichingen im Landkreis Tuttlingen an mehreren Orten Bäume fällen. An der Schuraer Straße in der Nähe des Sportstadions wolle die Stadt den Verkehr und die angrenzenden Grundstücke sichern. In der Straße Kirchwiesen seien bereits Schäden an Wohnhäusern entstanden. Die Bäume sind einfach zu groß geworden, sagt Bürgermeister Hans-Georg Schumacher. Die Stadt versichert, die Bäume 1:1 nachzupflanzen. Bei den Anwohnern stieß das Vorgehen der Stadt auf geteilte Meinungen. Wer bereits ein E-Auto fährt oder mit dem Gedanken spielt, sich eines zu kaufen, der wird sich sicher schon mal über die fehlenden Lademöglichkeiten in der Region geärgert haben. Doch das soll sich nun ändern. Wie, das erfahren Sie gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Herzlich willkommen zurück hier im Journal.
E-Mobilität und Oberschwaben, diese beiden Begriffe hatten bisher eher wenig miteinander zu tun. Bisher. Denn die ländlichen Gemeinden wollen neue Anreize schaffen, um Autofahrer von E-Autos zu überzeugen. Der erste Schritt, ein umfassendes Netz an Ladesäulen. Wir waren bei der symbolischen Eröffnung der ersten Ladesäule in Markdorf mit dabei. Wer bereits mit einem E-Auto in der Region unterwegs ist, musste bisher oft vergeblich nach Ladestationen suchen. Doch das soll sich nun ändern. Denn die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke bringen 54 neue Ladesäulen in den ländlichen Raum Oberschwaben. Betrieben werden die Säulen durch den Energiekonzern NBW. Und auch wenn mit E-Mobilität in Oberschwaben bisher nicht viel zu holen war, bei der Eröffnung der ersten Ladesäule in Markdorf zeigt sich der NBW-Chef optimistisch, dass sich das Projekt langfristig rechnet. Also wirtschaftlich ist das, wenn Sie die reinen Euros sehen, die bei uns ankommen, noch ein sehr, sehr kleines Geschäft. Und natürlich hat man am Anfang einer neuen Geschäftstätigkeit immer eine Lernkurve, wo man erstmal investiert und kriegt nicht sofort das Geld zurück. Wir werden auch mit dem reinen Verkaufen von Strom an der Ladesäule in den nächsten Jahren nicht wirklich große Erträge erzielen. Im Grunde genommen ist es ein Gesamtpaket. Also als Errichter, Betreiber, derjenige, der den Strom bereitstellt und möglicherweise noch über die Zusatzdienstleistungen wie Abrechnungsdienstleistungen, Zusatzdienstleistungen für den Kunden an der Säule, die Ladesäule als Teil eines Stromökosystems zu betrachten, das soll sich in Zukunft natürlich für uns als Paket rechnen. Der erste Schritt dafür ist getan. Das neue Ladenetz umfasst 9 Landkreise, vom Bodensee bis zum Alb-Donau-Kreis. So soll keine Ladesäule mehr als 50 Kilometer von der nächsten entfernt sein. Doch was nützt dieses Angebot, wenn nach wie vor kaum ein E-Auto auf dem Land zu sehen ist? Ich glaube, man hat es mittlerweile erkannt in der Automobilindustrie. Denn wenn man sieht, was alles tatsächlich sich da tut, dann spürt man ja auch, dass die Automobilindustrie im Wandel ist. Die Zulieferer stellen um. Das erleben wir hier im Bodenseekreis ganz intensiv. Wir haben ja Automobilzulieferer, die da ganz nah dran sind. Aber dazu braucht es dann auch noch ein bisschen den politischen Druck und auch der wird kommen. Doch reicht das Angebot der Autoindustrie aus oder braucht es mehr Anreize, um auf Elektroautos umzusteigen? Ich halte grundsätzlich nichts von künstlichen Anreizen, um Technologien voranzutreiben. Ich glaube an die Wirkung des Marktes. Ich glaube, dass wenn die Technologien so weit ausgereift sind, dass die Preise sich auf einem Level einpendeln, wo die Dinge attraktiv werden, auch für eine breite Käuferschaft. Attraktiv wäre ein größerer E-Automarkt auch für die Energiekonzerne. Von Sorge einer Überlastung des Energienetzes keine Spur. Von der Gesamtenergiebereitstellung her ist das überhaupt gar kein Problem. Also so Größenordnung, 1 Million Elektrofahrzeuge, von denen wir noch weit entfernt sind, würden den heutigen Stromverbrauch in Deutschland gerade mal um 0,5% ansteigen lassen. Eher eine Herausforderung ist die Möglichkeit, gleichzeitig mehrere Elektrofahrzeuge in einem zum Beispiel Stadtgebiet zu laden. An den neuen Ladesäulen in der Region können deshalb auch immer bis zu 2 Autos gleichzeitig aufladen. Bezahlt werden kann mit Ladekarte oder der NBW Mobility Plus App. Kosten maximal 1 Euro pro Ladevorgang. Ab 2019 können Lehrer in Baden-Württemberg ihr Referendariat auch in Teilzeit absolvieren. Dafür müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Das hat das baden-württembergische Kultusministerium heute mitgeteilt. Ein reguläres Referendariat dauert 18 Monate, im Teilzeitmodell sind es dann 30 Monate. Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann sagte, damit solle der Beruf attraktiver gemacht werden. In Baden-Württemberg gibt es schon länger einen Lehrermangel. Und nun zu weiteren Kurznachrichten im Überblick. Mit dem traditionellen Neujahrsschwimmen haben die Einsatztaucher in Friedrichshafen das Jahr 2019 begonnen. 12 Männer und Frauen der DELG-Bodensee-Kreis und des Tauchsportclubs Friedrichshafen stiegen bereits zum 50. Mal ins Wasser. Im derzeit 6 Grad kalten Bodensee schwammen sie rund 1,5 Kilometer, von der Schlosskirche bis hinüber zum Bundesbahnhafen. Die Kälte war durchaus auszuhalten. Die Wellen jedoch machten den Tauchern ein wenig zu schaffen, meinten diese danach. Das Neujahrsschwimmen lockte wieder etliche Zuschauer an, die an Land die Taucher auf ihrer Strecke begleiteten. Die DLRG sicherte die Veranstaltung. Der SC04 Tuttlingen hofft auf eine neue Geldquelle und darauf, den Namen des Donaustadions verkaufen zu können. Ein Sponsor dafür stünde bereit. Erste Gespräche hat der Fußballverein, der aktuell mit seiner ersten Mannschaft in der Landesliga spielt, bereits mit der Stadt geführt. Der SC04 hofft darauf, dass in diesem Jahr die Gespräche intensiviert werden.
Eine Entscheidung über den Verkauf der Namensrechte liegt bei der Stadt und dem Gemeinderat. Hoffen auf Förderung. Die Stadt Gammertingen will ein weiteres Gebäude ihrer Lauchertalschule sanieren. Weil das voraussichtlich aber knapp 6 Millionen Euro kostet, hofft sie auf Geld von Bund und Land. Der vom Gemeinderat verabschiedete Antrag soll noch in diesem Jahr gestellt werden. Nötig ist unter anderem die Erneuerung von Fenstern, Böden und Toiletten. Außerdem sollen neue Brandschutzauflagen erfüllt werden. Neujahrsbaby Antonio hat es eilig. Dass sie wenige Stunden später bereits eine vierköpfige Familie sein würden, hatten Tonia Russo und Luigi Cetera aus Gammertingen nicht gedacht, als sie am Silvesterabend um Mitternacht das neue Jahr begrüßten. Der kleine Antonio hatte es eilig. Eigentlich war seine Ankunft für den 15. Januar geplant. Doch zwei Wochen zu früh machte sich das Neujahrsbaby auf den Weg. Um 2.30 Uhr kam das Paar vom Pizzaessen nach Hause, um 3 Uhr platzte die Fruchtblase und um 9.05 Uhr kam der Junge am Neujahrsmorgen zur Welt. Mit 3.310 Gramm und 50 Zentimetern. Bereits am 2. Januar konnten die drei nach Hause entlassen werden. Willkommen zurück hier im Journal. Ja, wie versprochen, machen wir jetzt weiter mit dem letzten Teil unseres Jahresrückblicks. Es sind die bestimmenden Bilder des Jahres 2018 in der Bodenseeregion. Aber schauen Sie mal selbst. Der dritte Teil unseres Jahresrückblicks beginnt mit dem Pegel des Bodensees, der im September unaufhaltsam sinkt. Von oben sind die Spuren des langen und heißen Sommers deutlich zu sehen. Der Bodensee hat unter der Hitze gelitten und verliert noch immer an Höhe. In den kleinen Bächen und Zuflüssen des Sees gelten seit dem Sommer Wassereinnahmeverbote. Besonders für die Tierwelt bringt der sinkende Wasserpegel eine Veränderung des Lebensraums mit sich. Andere Arten, die dann wirklich auch Wasserüberdeckung benötigen oder auch im feuchten Schilf, im nassen Schilf beispielsweise auch ihre Nester bauen und darauf angewiesen sind, die sind dann etwas benachteiligt. Aber diese Extremsituationen, die gehören zur Natur dazu. So bleibt die Entwicklung des Wasserstands am Bodensee abhängig von den Niederschlägen im Winter. Glücklicherweise, muss man sagen, regnet es ja gegenwärtig wieder. Da ist er, der neue Forschungsstandort von Daimler in Immendingen. Eine Teststrecke mit Technologiezentrum, größer als 5 Quadratkilometer. Zur Eröffnung im September kommt sogar die Bundeskanzlerin im Helikopter angeflogen. Zwischen Tür und Angel sozusagen. Das ist natürlich ein Projekt hier, das auch die Bedeutung widerspiegelt, die die Automobilindustrie in Deutschland insgesamt hat. Steht sozusagen stellvertretend dafür, 800.000 Beschäftigte. Ein Jahresumsatz von über 425 Millionen Euro. Passend zur Eröffnung der Teststrecke hatte das Kabinett Merkel kurz zuvor ein Programm zur Förderung der E-Mobilität beschlossen. Schon bald soll es zumindest an allen Autobahntankstellen Ladestationen für Elektroautos geben. Es ist kurz nach 16 Uhr an diesem lauen Spätsommerabend im September auf dem nördlichen Marienplatz, als die ersten Menschen schreien. Ein 21-jähriger Mann rennt mit einem riesigen Küchenmesser die Straße entlang. Er brüllt Unverständliches, fuchtelt mit dem Messer herum. Sekunden später sticht der Asylbewerber aus Afghanistan auf Menschen ein. Zuerst an der Bushaltestelle. Blut fließt. Erst 100 Meter weiter endet seine Gewalttat, nach Angriffen vor der Gaststätte Engel und am Frauentor. Es ist schließlich der Ravensburger Oberbürgermeister, der dem Chaos ein Ende bereitet. Ich bin einfach vorgerannt, weil ich gucken wollte, ob da jemand verletzt ist und ob man Notwagen anrufen muss. So war das, und plötzlich stand der direkt vor mir mit einem Messer in der Hand und hat mich bedroht. Und dann habe ich ihm gesagt, Messer auf den Boden legen. Hat er tatsächlich gemacht. Einem Gutachter zufolge leidet der Angreifer unter einer psychiatrischen Erkrankung, weshalb er in einer stationären Einrichtung untergebracht wird. Es sind Symbole der ewigen Liebe, die im Oktober ein Ende finden. Der Friedrichshafener Moleturm ist wieder kahl, denn dieser muss saniert werden. Für alle Romantiker, die ihr Schloss an den Moleturm gehängt, aber nicht rechtzeitig wieder abgehängt hatten, ist die Chance vergangen, ihr Erinnerungsstück zurückzubekommen. Alle Schlösser, die abgehängt werden, landen im Müll. Die Sanierung des Moleturms wird voraussichtlich im Frühjahr starten. Wir sind mehr, rufen nach Angaben der Veranstalter rund 2500 Menschen im Oktober auf dem Marienplatz. Währenddessen patrouilliert die Polizei in der gesamten Innenstadt, bezieht ihren Posten auch bei der Kundgebung. Die zeitgleich angemeldete sogenannte Mahnwache wegen der Messerstecherei durch einen Asylbewerber wurde kurz vorher von der Organisatorin wieder abgesagt. Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir für uns die Straße mit Vielfalt, Bunt und mit Toleranz füllen wollen.
Und das können Sie sehen, das werden auch die, jetzt die Mahnwache abgesagt haben, mitkriegen, ob sie jetzt selber was machen oder nicht. Und wenn man jetzt sieht, was in Chemnitz passiert ist oder in anderen Städten, dann muss ich einfach sagen, ich will sowas hier nicht haben. Nicht nur die eigentliche Demo, sondern auch die Nacht nach der Toleranzveranstaltung verläuft friedlich. Die Elektrifizierung der Südbahn von Ulm nach Lindau soll 2021 abgeschlossen sein. Auch für die Bodensee-Gürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell nehmen Landkreis und Kommunen jetzt ordentlich Geld in die Hand. 3,8 Millionen Euro werden alleine für die ersten beiden Planungsphasen für den Ausbau und die Elektrifizierung der Strecke fällig. Von September bis 21. Dezember müssen zudem Fahrgäste zwischen Laupheim und Ulm mit einem Schnellbus vorlieb nehmen. An 7 Verhandlungstagen sagen im November vor der großen Strafkammer des Landgerichts Hechingen zahlreiche Zeugen, Ermittler und Sachverständige aus. Am Ende stand für die 5 Richter, darunter 2 Schöffen, fest, der Mann aus Winterlingen, der im April seine Frau erschossen hatte, ist wegen Mordes zu verurteilen, in Tateinheit mit dem illegalen Führen der Tatwaffe. Das Urteil lautet lebenslange Haft. Der Trossinger Kinderschutzbund und die dazugehörige Kinderkrippe stehen im November vor einem Scherbenhaufen. Anschuldigungen wegen Untreue und Erpressung stehen im Raum. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Krippe wurde vom Jugendamt die Betriebserlaubnis entzogen. Wie die Polizeidirektion Tuttlingen bestätigt, geht es dabei um das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsgeld. Gehälter von Krippenangestellten sollen teilweise schwarz, also unversteuert, bezahlt worden sein. Wer für das vermeintlich veruntreute Geld gerade stehen muss, ist derzeit offen. Diese Frage wird der Staatsanwalt klären müssen. Die Kriminalpolizei Balingen ermittelt. Das Jahr endet wenigstens für einen Menschen mit einer Hiobsbotschaft. Seit 54 Jahren ist Christian Even aus Lindau Bodenseefischer. Nun hat ihm das Landratsamt das Hochseepatent nicht mehr ausgestellt. Doch ohne das darf der 72-Jährige nicht mehr arbeiten. Even versteht die Welt nicht mehr. Und ich liebe den Beruf, würde ihn auch gern machen. Aber mit dem Alterspatent oder Rentnerpatent, wie man sagt, wenn ich da auf den See fahren würde, würde ich drauf bezahlen. Weil es im Bodensee schlicht zu wenig Fische gibt, hat die internationale Bevollmächtigungskonferenz für die Bodenseefischerei beschlossen, dass die Patente für den Bodensee reduziert werden müssen. Das Alter, so Even, darf dabei aber nicht das Ausschlusskriterium sein. Das war das Jahr 2018 in unserer Region in Bildern. Natürlich sind noch viel mehr Dinge geschehen, aber das ist das, woran wir uns erinnern. Hoffentlich behalten Sie das Jahr 2018 für sich in guter Erinnerung. Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen jedenfalls viel Erfolg und Gesundheit. Alle 3 Teile unseres Jahresrückblicks finden Sie zum Nachschauen im Internet übrigens unter www.regio-tv.de/rückblick2018. Ja, und wie erfolgreich die Sportler ins neue Jahr gestartet sind, das verraten wir Ihnen jetzt in unseren aktuellen Sportnachrichten. Im Mannschaftssport zählen nur Titel, keine Serien. Da bildet der Volleyball keine Ausnahme. Vital Heinen, Cheftrainer des VfB Friedrichshafen, schaut deshalb auch gerne nach vorne, selten zurück. In der laufenden Saison hat seine Mannschaft in keinem Spiel überzeugt. Die Quote liegt bei 80%, oft darunter. Deshalb verpflichtete er kurz vor Weihnachten den gebürtigen Brasilianer Rafael Redwitz als neuen Zuspieler. Die letzten beiden Spiele des Jahres haben die Ravensburg Tower Stars in der DEL 2 verloren. Dem 1:4 in Krimitschau mit anschließender Prügelei im Ravensburger Fanblock folgte ein enttäuschendes 2:3 gegen die Bayreuth Tigers in der ausverkauften Eissporthalle. Kleiner Trost, auch nach diesen 2 Pleiten haben die Tower Stars als Tabellenführer noch 4 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Valentin Werns gewinnt Silvesterlauf. Er ging ab wie eine Rakete. Beim Silvesterlauf in Tuttlingen gab es für Lokalmatador Valentin Werns kein Halten. Der Profi-Triathlet gewann den Lauf über 10 Kilometer in 30,40 Minuten. Damit wiederholte der Athlet der Tuttlinger Sportfreunde nicht nur seinen Vorjahreserfolg. Werns lief auch noch einen Streckenrekord. Ja, mit Höchstwerten von 0 bis 3 Grad ist es deutlich kälter als zuletzt. Nach einem wenig winterlichen Dezember besinnt sich das Wetter nun der Jahreszeit. Wie es wettertechnisch weitergeht, das verrät uns jetzt mein Kollege Kai Zorn. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir haben es jetzt mit einer Wetterlage zu tun, einem kräftigen Hoch westlich von uns und einem Tief östlich von uns. Und wir sind dadurch in einer nördlichen Strömung und momentan liegt noch sehr kalte Luft über uns. Man erkennt es an den dunkelblauen Pfeilen. Und um dieses Hoch herum wird die Luft allmählich feuchter und vor allen Dingen milder.
und sie zieht dann nach Süden und wird uns bis zum Wochenende viel Schnee und Schnee in den Bergen und Regen im Flachland bringen. Ist dann eher eine ungemütliche Wetterlage und auch am Alpenrand bis zum Bodensee wird es dann längere Zeit regnen und schneien. Noch ist es relativ ruhig am Donnerstag mit einer Mischung aus mal lockeren und mal dichteren Wolken. Im Laufe des Tages zieht es dann von Franken her einerseits im nördlichen Württemberg, später auch im nördlichen Baden zu. Und von der Pfalz gibt es dann ein bisschen Regen in den Berglagen, Schnee bei Temperaturen von und etwas über 0 Grad. Rund um den Bodensee scheint vorübergehend die Sonne. Später ziehen von Biberach Wolken auf mit ein bisschen Schnee. Auch hier sind es so um die 0 Grad, maximal knapp darüber. Am Freitag haben wir anfangs noch ein bisschen Sonnenschein, dann zieht es zu, bis zum Abend beginnt es zu schneien. Am Samstag schneit es anfangs kräftig, später geht das Ganze in Regen über. Am Sonntag ist es umgekehrt, da regnet es zunächst. Im Laufe des Tages wird daraus dann wieder nasser Schnee. Und zu Wochenbeginn haben wir es mit viel Nebel und Hochnebel und nur wenig Sonne zu tun. Ja, vielen Dank, Kai. Und das war es auch schon wieder mit 30 Minuten regionalen Nachrichten. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder wie gewohnt ab 18 Uhr einschalten. Bis dahin, tschüss.